Klaus von technophil.de bei der IFA beim Stand von Acer. Ich habe hier das Acer Liquid Jade Plus, was gerade 2 Tage vor der IFA angekündigt wurde. Ein besonders stylisches, flaches Smartphone, nur 7,2 mm waren es, ne? Oder 7, irgendwas jedenfalls flach. Ja, 7,5. Ja, danke. Mit einem sehr schönen Display, mit dieser Zero-Gap-Technologie, HD-Display, also 720x1280 Pixel, Quad-Core-CPU von MediaTek mit 1,3 GHz, das dürfte dann der MT6582 sein. Android KitKat ist drauf, also Version 4.4. 13-Megapixel-Kamera haben wir, die Frontkamera löst mit 2 Megapixeln auf, 16 GB Speicher sind drin. Das Gerät kann alternativ als Dual-SIM-Gerät betrieben werden oder als Single-SIM plus Speicherkartenslot, da ist also so ein Kombi-Slot drin, ähnlich wie wir es beim Lico Getaway immer schon mal gesehen haben. Hier ein bisschen anders nochmal gemacht, es ist ein einziger Slot, wo entweder die 2 SIMs reinpassen, 2 Nano-SIMs dann, oder halt eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Speicherkarte. Bei den Acer Smartphones ist Acer Extend. Das ist eine Möglichkeit, das Gerät sehr bequem mit dem Laptop zu verbinden. Und Carsten Müller von Acer kann uns das gerade mal kurz vorführen. Ja genau, es genügt also kabellose oder USB-verbindende Smartphone und meine Notebook zu haben. Und ich kann das komplette Notebook entweder per Maus, das komplette Smartphone entweder per Maus oder wenn ich einen Touchscreen-Monitor habe, per Touchscreen fernbedienen. Ich kann Dateien per Drag and Drop zwischen den beiden Geräten austauschen und das Datei, die Datei wurde dann aufs Smartphone übertragen. Die komplette Fernsteuerung betrifft alle Apps, alle Funktionen. Ich kann also auch WhatsApp am PC machen, neben meiner eigenen Arbeit mit Microsoft Office oder irgendwelchen anderen Windows-Produkten. Und auf diese Art und Weise kann ich sehr schön einfach nur Smartphone in die Nähe meines Notebooks legen und gemeinsam auf einem Desktop nutzen. Sie hatten eben noch erklärt, dass das über eine patentierte Technologie sich miteinander verbindet. Die kabellose Verbindung zwischen Smartphone und Notebook erfolgt über die Lautsprecher, über ein Acer-patentiertes Verfahren, über hochfrequente Ultraschall-Kommunikation. Damit verbinden sich die beiden Geräte, ob sie einander authentifiziert sind. Und dann erfolgt die eigentlich Datenübertragung über Wi-Fi direkt zwischen den beiden. Sehr spannende Sache. Danke für die Erklärung. Das ist wirklich ein sehr schickes Gerät, offensichtlich auch sehr stark auf Design ausgelegt. Hier in Deutschland wird es die schwarze und die weiße Variante geben. Ich habe hier eine Rosé-Variante gesehen, die es wohl nicht nach Deutschland schaffen wird. Allerdings muss man für dieses schicke Design und diese sehr schlanke Linie auch ein bisschen was auf den Tisch legen. 279 Euro soll es kosten. Ich habe es schon gesehen in den Kommentaren auf Technophil, die ersten Sachen direkt, viel zu teuer. Da muss man halt für so ein fürs Design, für die bessere Kamera muss man halt schon ein Stückchen drauflegen. Es gibt dann noch einen, ein Schwestermodell, was technisch relativ ähnlich ausgestattet ist, das Z500, aber nicht so eine hochauflösende Kamera hat und halt nicht diese extrem schlanke Linie fährt. Das werde ich gleich in einem separaten Video noch zeigen. Soweit von hier mit dem Acer Liquid Jade Plus. Mein Name ist Klaus von technophil.de. Falls es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Thumbs ab. Und am besten abonniert ihr alle Kanäle, weil es gibt noch ganz viel Spannendes auf der IFA zu sehen. Bis dann!